würde mich aber echt interessieren, ob Leute, die mich aus der Grundschule kennen oder so, auf meinem Kanal jemals aufmerksam aber jemals auf diesen Kanal aufmerksam geworden sind. Sie fragen, kann das derselbe sein oder irgendwie so ein Scheiß? Weiß nicht. Das würde mich teilweise auch interessieren, ob mich irgendjemand, aber na gut, dafür bin ich zum einen nicht bekannt genug, aber zum anderen, naja, weiß ich nicht. Du bist auch ein Stück älter. Gewisse Interessen decken sich ja vielleicht doch. Ich meine, ich kannte früher auch genug Leute, die irgendwie auf Nintendo-Spiele stehen und so weiter. Gucken die jetzt heute Let's Plays oder haben die mit YouTube gar nichts am Hut? Oder sind sie mittlerweile erwachsen geworden? Ja, haben mittlerweile Frau und Kinder und okay. Dumm. Lassen wir das. Ich habe ein erfülltes Leben hier. Mit Gerät EDF. Ich in einer Minute aus. Was? Ach so, mein Aufnahmeding. Okay, Moment. Welcher Button? Welchen muss ich denn drücken? Ich gehe gleich wieder drauf hier. Läuft bei dir wenigstens besser? Auf welchem Button ist Exit? Wie Exit? Ich muss auf Exit drücken, um das abzubrechen, aber ich habe keinen Button, der Exit heißt. Wieder ein Zug. Ein Button, der Exit heißt. Alles aus. Scheiße. Was zum Teufel machst du? Nichts, meine Aufnahme hat sich beendet. Wie automatisch, oder was? Ja. Achso, es ist mein Fernseher, der sich ausmachen will. Was? Ja. Hast du die Kindersicherung drin oder so? Keine Ahnung. Ich krieg den aber irgendwie... Ich hab ihn jetzt einfach so ausgemacht und mach ihn wieder an, basta. So, währenddessen beschütz mich mal. Ja, ich find's faszinierend, also, dass du so unglaublich viel Energie hast, aber... Ich laufe aber rückwärts, das sind die Abenteuer von Konsolenspielern, endlich. Hab ich's herausgefunden, wie das ist, Videospiele auf der Konsole zu spielen. Ja, das ist immer wieder ein Freudenfest. So funktionieren Spiele auf der Konsole halt. Deswegen ist Dark Souls halt dafür beliebter, weil es halt noch schwerer wird. Wie man es halt nimmt. Ich Manche Leute machen sich halt auch zusätzliche Herausforderungen, also... Mit meinem Fernseher. Deswegen kommen so häufig Leute vorbei, ja, können wir auf deinem Fernseher Dark Souls spielen? Nein, eigentlich kommt niemand vorbei, ich bin einsam. Ich habe letztens noch alte Free-Games gesucht auf YouTube und da kommen ja immer diese Suchvorschläge, wenn man irgendwie ein paar Wörter eingibt oder ein paar Buchstaben. Da steht dann, als erstes kommt tatsächlich alte Free-Games GTA 5. Ach, echt traurig. Ja. Nein, ich habe nie was zu GTA 5 gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll, außer, ich spiele hier auf dem PC, das GTA, läuft rum, laut Autos, dann Leute ab, macht Mission. Ja. Snatch! Du hast doch bestimmt auf irgendeinem Zweitkanal ein geheimes Let's Play. Von GTA 5. Ja. Ja. Die drehen sich einfach mal im Kreis und boom, boom, boom. Der eine fliegt ganz weit. Wuhu! Der Arme. Der Arme hat. Okay. Wow. Ich bin von mir selbst fasziniert, wie schlecht der war. Auf Easy ist die Mission übrigens leichter, weil dann gehen die durch den Luftschlag eigentlich sofort drauf. Ah. Deswegen nervt das die gerade nur ein bisschen geringfügig. Naja, die meisten sind wieder weg. Und die restlichen kümmerst du dich. Ich bin wieder AFK. Mach mir noch eine Suppe. Achso. Okay, geht wieder. So, einer weg. Ich will halt wieder meine coolen Wingdiver-Waffen spielen, weil die sterben halt echt mit zwei Schuss davon. Und also, die Waffe machen wir doch einfach gleich nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad oder so. Aber ich meine, dann kann ich ja auch stärkere Waffen nehmen. Das geht, das kommt auf den Schwierigkeitsgrad an auch, oder ja, was? Ja, klar. Ich verstehe das halt nicht, weil im Singleplayer ist das ja auch nicht. Ich schieße übrigens die ganze Zeit einen Schritt, merke ich gerade. Richtig, im Singleplayer ist es nicht. Aber wahrscheinlich wollten sie den Multiplayer so... auf eine krude Art und Weise balancen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, natürlich. Damit halt keiner in den Anfängerraum mit seiner Uber-Ausrüstung reingehen kann oder so. Ja, das kann man. Aber das hätte trotzdem eine Einstellung sein können. Ja.
Und gesagt, ja, ich möchte aber trotzdem irgendwie mit allen Sachen, die im Spiel vorhanden sind, kämpfen. Entwickler haben sich halt so entschieden und wir müssen es ausbauen. Gab's für das Spiel mittlerweile ein Patch oder irgendwas? Also irgendwas? Okay. Patch. So, das für die 2000er oder was? Ich frag mich eher jeden Tag, ob ich nicht irgendwas von der Pleite des Studios lese. Also, aber. Hm. Ja, das Spiel hat, glaube ich, irgendwie um die 25 Millionen Yen gekostet, also knapp umgerechnet 300 Euro. Na, was weiß ich. Ich glaube nicht, dass diese Produktion von diesem Spiel super teuer war. Würde nicht gewesen sein, nein. Jetzt auch nicht super günstig, aber. Das ist zwar kein Indie-Spiel, aber meine Güte. Ich glaube, in Japan ist es so halbwegs bekannter, oder? Ich weiß es nicht. Na, sie werden nicht ohne Grund mehrere Teile gemacht haben. Also müsste man davon ausgehen, wenn sie nur halbwegs rechnen können, müsste man davon ausgehen, dass sie die Teile in der Vergangenheit auch tatsächlich ein bisschen verkauft haben. Naja, ich meine, die Reihe gibt es jetzt in der Form zumindest auf seit der PlayStation 2 und... Jetzt haben wir die nächste Konsolengeneration, für die sie irgendwie nur noch nichts entwickelt haben. Und, weiß nicht, irgendwie scheint sich die neue Konsolengeneration nicht so gut zu machen, wie ja, anfangs von jedem erwartet. Das lief bei der PS3 am Anfang auch nicht viel besser, aber irgendwie gibt es ja noch so viele Leute, die nicht für die PS4 und Xbox One programmieren wollen. Wahrscheinlich, weil die meisten Leute sowieso noch PS3 und Xbox 360 zu Hause stehen haben und das für die Entwickler vielleicht nochmal einfacher ist? Ich würde sagen, aber trotzdem irgendwie... Moment, Schwierigkeitsgrad. Wo kann ich den einstellen? Room Settings. Da. Er macht es tatsächlich. Was? Hard. Hard? Ja. Ich geh noch hin. Ja. Go! Ist es jetzt auf Hard oder nicht? Nein, es ist immer noch normal. Super. Achso, weil da unten... Ich muss das auf Apply drücken, danke. The difficulty has been changed to... Boah, jetzt bis Level 28 Waffen. Jetzt kann ich ja die Waffen nutzen, die ich normalerweise nutze. Na, bis auf deine eine, die war schon Level 30. Ah, so ein Mist. Aber dann müssen wir jetzt nur ein, zwei Missionen machen und dann passt es. Welche Waffe nehme ich denn da als Ersatz? Ich glaube, dann nehme ich... Ach, die Grom SS war 28. SS. Laser Lance habe ich. Dann nehme ich die B-Variante davon. Plasma Launcher. Ich habe vorhin 9 bekommen, der irgendwie gut sein soll. Naja, egal. Nehme ich den. Gut. Kann ich mich gleich wieder umbringen. So. Da. Dann dürfen wir jetzt gespannt sein, wie lange wir hier tatsächlich überleben. Und tot. Im Ladebildschirm. Eigentlich sollte es funktionieren. Ja, ich spiele das Spiel normalerweise auch auf Hard größtenteils. Klar habe ich da mehr HP, aber naja. Die Hälfte tankt halt nur mich. Na, andersrum, ich tank halt nur die Hälfte. Die andere Hälfte. Ja. Nur die anderen zwei. Ich bin ja mit meinen knapp 2000 Punkten, Armor-Punkten, relativ, also... Ja. Xbox 360 habe ich auch 1300, ja. Aber das ist die Xbox 360. Im Vorgänger habe ich auch 1300, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich im Vorgänger hatte. Du hast es ja auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal durchgespielt da. Richtig. Zweimal so für mich und einmal fürs Let's Play. Und ich weiß ganz genau, dass du damals, in deinem Let's Play, und ich habe eigentlich nichts mehr davon im Kopf, weil ich auch nur ein paar Parts davon gesehen habe, aber tatsächlich hast du da darüber geredet, dass du Ameisen in deiner Wohnung hast. Richtig. Und in diesem Let's Play hast du schon wieder darüber geredet, dass langsam die Ameisen in die Wohnung kommen. Es ist halt jedes Jahr so, wenn es warm wird. Meine ja. Fresse. Ich hatte das ja damals auch. Jetzt, wo ich woanders wohne, da habe ich dieses Problem, glaube ich, nicht mehr. Ich will sehen, ob ich jetzt negativ überrascht werde oder so. Tja. Ja. Ich kenne ja mein Hausmittelchen, Köderdosen. Ja, die haben irgendwie nicht funktioniert, sagen wir mal. Das heißt, ich auf jeden Fall... bei mir funktionieren die super. Ich sag jetzt so, ich werde zu diesem Spiel eine Review machen, sobald Ameisen in meiner Wohnung rumlaufen. Das verspreche ich jetzt.
Sobald ich eine Ameise in meiner Wohnung sehe, werde ich eine Review zu diesem Spiel machen. Oder zum Vorgänger oder was auch immer. Und wie können wir das kontrollieren? Gar nicht. Ja. Pech. Ja, Pech. Das ist ja kein wirklicher Einsatz dann, also das ist ja, naja. Ich kann eine Livecam schalten auf jeden Zentimeter meiner Wohnung. Ja, Big Brother. Die meisten Ameisen wird man sowieso immer im Bett finden, wenn die überhaupt. Okay. Okay. Dein riesiges R verdeckt übrigens die ganzen Pickups, will ich nur mal so anmerken. Mein R? Dein R auf dem Radar. Dein W ist jetzt auch nicht gerade klein. W. Wow, Argument. Was ist das? Ah, nee, da geht's weiter. Vorhin sind auch Zivilisten gleichermaßen gespawnt. Wow. Hier, die rennen aus den Häusern raus. Ja. Panik! Überall. Versteh ich. Achso, ja. Erinnert ihr euch noch an den Fernsehturm? Da war doch was. Oh nein! Obwohl, dass sie auf den Straßen unterwegs sind jetzt. Also jetzt haben sie einen Grund. Richtig. Da steckt auch eine gewisse Message hinter. Der Mensch ist viel zu sehr abhängig von der Medienlandschaft. Ja, genau, finde ich auch, finde ich schrecklich. Gerade ist ein Haus auf mich gefallen, das war schlecht. Au. Ups, Entschuldigung. Wir hätten von Anfang an auf schwer spielen sollen, das wäre viel besser gewesen. Ich glaube auch. Außer die letzte Mission, die hätten wir gar nicht spielen sollen. Okay, wo bist du? Nicht da. Oder? Warst du da? Nein, warst du. Warst du da? Die dumm. Jetzt nicht mehr! Wie das halt auf dem Schlachtfeld so ist, ne? Ups! Im Eifer des Gefechts kann das alles mal passieren. Was zum Teufel? Mich getroffen hat. Hab ich? Was? Ja! Wie? Also auf meinem Bildschirm nicht mal am entferntesten. Ja, ja, das kannst du sagen, aber das zählt nicht. Ich hab's auf Video. Ja, und ich auch. Aber bei mir sah es auch nicht so aus, als hättest du mich getroffen, aber naja. Ich glaube, aber der Koop-Modus braucht nicht den besten Netcode hier im Spiel. Nee, eigentlich ist es relativ egal. Die Kisten verschwinden auch ein bisschen kurz, bevor du sie bei mir einsammelst oder so. Das funktioniert. Ist ausreichend. Kommt ja auch nicht wirklich drauf an, sag ich mal. Kommt noch hinzu, dass es so ist. Auch wenn ich schade finde, dass man das nur zu viert spielen kann. Ich glaube, zu sechs wäre ein besseres Limit. Einfach weil, man, du hast vier Klassen, okay, aber... Weiß nicht, doch zu 6 wäre einfach. Es würde besser funktionieren. Also, es würde zumindest nicht schlechter funktionieren zu 6. Würde ich einfach sagen. Aber okay, jetzt hat man 4 und nicht mal das kriegen wir zusammen. Also, so, beschwere ich mich. Und nur wegen dir habe ich übrigens die Xbox-Variante. Ich wollte die PS3-Variante. Hallo? Du hattest mir doch, also bevor ich mit dem Kauf zu dem Spiel geliebäugelt habe, da hast du mir doch gesagt, hier, dass du eher die Xbox 360-Version hast, also. Ja, weil ich sie vom Publisher kriege. Ach ja, so war das, stimmt. Ja. Okay. Du hast trotzdem Schuld. So. Ach so, okay. Hier liegt noch irgendwas, aber ich sehe es gar nicht. Ach da, ach, es ist nur Health, ne. Wobei, ganz ehrlich, für Shooter und so weiter, ich habe lieber den Xbox 360-Controller in der Hand. Naja, als wenn das hier irgendwie so kompliziert wird, das Ding ist. Ja, nee, das jetzt nicht, aber trotzdem, allein vom Schießen und vom Gefühl her, ich mag den PS3-Controller nicht so. Debatte. ich finde, auch wenn er zu wenig Knöpfe hat und der C-Stick scheiße ist, finde ich den GameCube-Controller, der liegt immer noch von allen am besten in der Hand. So, das sollen mir die Leute sagen, dass ich kleine Hände habe, ja. Sagen doch ganz viele Leute, glaube ich, oder? Ja, das ist es halt. Habe ich zumindest schon ganz oft gehört. Ja, das ist das Lustige. Ich weiß aber auch gar nicht, wie solche Design-Schwierigkeiten überhaupt in so einem Controller schaffen. Ich meine, das überdenken sie sich ja nicht am letzten Tag so. Der Controller, wie
Schalten wir den. Wir brauchen noch ein Eingabegerät, scheiße. Ja. Ja, oder die machen halt Kinect und lassen es. In den meisten Fällen gelingt es ja auch irgendwie, also ist ja wirklich ganz selten, dass irgendwie ein Controller komplett am Box ist. Es gibt aber Konsolen, die kompletten, na okay, heutzutage wohl nicht mehr so häufig, aber ich glaube, dass die Uya hatte einen ziemlich schlechten Controller, weil die Sticks sehr schrecklich waren. Aber das lag daran, weil sie gesagt haben, ja, wir haben einen festen Preis und bevor sie sich überhaupt sicher waren, wie sie das Ding überhaupt vom Inhalt her aufbauen oder so, haben sie den Preis festgelegt, wie die Konsole kosten soll. Ach so. Das war so der erste Gedanke, das wird so und so viel kosten, dann schauen wir mal. Das ist sehr raffiniert. Und irgendwie war es so, aber da sollte man mich jetzt nicht drauf zitieren, dass irgendwie sie sich einen Designer geholt haben, der das Design für die Konsole macht. Und erst dann gemerkt haben, dass es das komplett scheiße ist, dieses Design, weil da nichts reinpasst richtig. Und sie es aber nicht mehr ändern konnten. Naja. Gut, dass Videospielkonsolen so gut durchdacht sind. Ich bringe mir wahrscheinlich jetzt auch meine eigene Konsole raus, die nenne ich Cool Cube. Der Cool Cube. Kann mir schon vorstellen, dass du eine gewisse Zielgruppe findest. 90er Kinder. Ja. Also Leute, die 90 sind. Oh, da lebt übrigens noch was. Upsi, das hole ich mir mal eben. Wo lebt was? Da hinten. Hui! Es macht ja schon Spaß, um diese ganze Welt zu fliegen. Okay, er ist tot. Was auch Spaß macht, ist folgendes Moment. Du machst das Gebäude jetzt nicht kaputt. Okay, mach's kaputt. Mir egal. Aber das macht Spaß. Er ist knocked out. Ja, ist doch egal. Plop. Autschi. Könnte es theoretisch sein, dass du neue Waffen bekommst und so? Wie viel hast du auf hart gespielt? Ne, du hast gesagt, bis um 30 oder 40 bist du. Ja, ich hab ein paar sind neu oder so, aber ich hab schon eine Waffe, die ist auf 38, also. Ein paar davon waren aber neu, ja.